Guten Morgen, Freunde, und freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor wir mit dem Video anfangen, Leute, es würde mich super doll freuen, wenn ihr dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntet. Und Freunde, abonnieren und Glocke aktivieren, würde mich super doll freuen. Und ja, wir sind gerade aufgestanden. So, ich mache erstmal die ganzen Jalousien hier auf, so das aufmachen, so, und da vorne, so. Okay, die Tür muss zu. So. Ich nehme mal einen Keks mit und ich würde sagen, wir rennen sofort zu Sendex los. Mal gucken, ob der zu Hause ist. So. Hallo? Hey, Sendex, hey. Aufwachen! Hey, Daniel! Hallo, wie geht's dir? Oh, mir geht es so gut, ja? Mir geht's auch gut. Ich bin gerade jetzt aufgestanden, aber ich habe mega super geschlafen. Und du? Oh, was? So lange hast du geschlafen, Daniel. Es ist schon 1 Uhr, das weißt du, ne? Ja, schon. Ich schlafe manchmal echt länger, aber das tut echt gut. Ja, das stimmt. Man muss mal unbedingt mal einen Tag so richtig lange ausschlafen. Ja, okay. Was wollen wir machen? Hast du heute schon was vor? Nee, ich war heute den ganzen Tag zu Hause, hab Fernsehen geguckt, aber im Fernsehen läuft auch nichts Gutes. Also wir können gerne mal rausgehen zusammen. Ja, da muss ich dir recht geben. Im Fernsehen läuft echt nichts Gutes. Ja, das stimmt. Wollen wir dann in die Stadt gehen? Auf jeden Fall. Okay, warte. Hast du Diamanten mit? Oh nein, ich muss sie noch ganz kurz holen. Einen Moment, kommst du mit? Ja, dann schnell. Ja, ich hab Diamanten. Natürlich, Daniel. So, einen Moment. So, einmal hier hoch und so. 7 Diamanten sollten reichen, oder? Ja, das reicht. Komm, Daniel, los geht's ab in die Stadt. Und weißt du denn schon, was du kaufen willst, oder sollen wir einfach mal so schauen? Wir schauen einfach mal, aber ich wollte noch unbedingt mal in den Klamottenladen mir neue Klamotten bestellen. Ja, stimmt. Das können wir sehr, sehr gerne mal machen. Und ich glaube, ich kaufe mir dann auch neue Kleider. Okay, weißt du, ich habe auch im Klamottenladen ein neues Kostüm bestellt. Das kann ich dir auch unbedingt zeigen. Ein neues Kostüm hast du dir bestellt? Ja, ich bin gespannt, Dani. Was denn für ein Kostüm? Das zeige ich dir heute noch, okay? Eine Überraschung? Eine Überraschung. Ja, ich liebe Überraschungen, Dani. Eine sehr gute Überraschung. Okay, los geht's. Ja, los geht's. Und ab zum Kleiderladen, da war ich schon so richtig lange nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Weißt du, der ist auch ein bisschen weiter weg, so, also in der Ecke irgendwo, der Laden. Ja, stimmt. Und wir sind ja ein bisschen faul zum Gehen. So. Warte. Ich glaube, guck mal, Daniel. Hier, das würde dir bestimmt richtig gut stehen, so ein Rock. Hier, bitteschön. Hey, bist du dir sicher? Ja, probier den mal an. Okay, und einen Moment. So. Der steht bestimmt richtig gut. Und so anziehen und tada, wie sieht's aus? Der ist, glaube ich, ein bisschen zu groß, Daniel, oder? Hey, du hast recht, der ist mir schon am Hals. Ja, stimmt, du bist auch zu klein für den Rock, Manu. Warte mal, ich trage gar keine Röcke, ich bin kein Mädchen. Hey, doch, Daniel, steht dir aber richtig gut, kauf dich mal bitte. Hey, zieh du den mal an. Ja, okay, dann zieh ich die mal an und tada, ich bin eine Prinzessin. Hey, du bist Sentina. Ja, Sentina, richtig cool, oder? Soll ich mir den kaufen? Ja, unbedingt. Nein, ich bin auch kein Mädchen, aber was soll doch, mir denn kaufen? Ich hab dich gesehen, wie du Ballett getanzt hast. Hey, Daddy, du Lieb, das hab ich gar nicht. Ich kann ich nicht mal Ballett tanzen. War nur ein Spaß. So, warte. Sehr, sehr cool. Ich glaube, ich kaufe mir auch heute was. Warte, ich kaufe mir, glaube ich, das hier. Warte, schau mal. Ja, was denn? So, einen Moment. Und zack, zack, zack. Und tada. Und? Wow, das steht ja richtig gut, Daniel, muss ich sagen. Dankeschön. Wow, das sieht so cool aus. Kauf dir das unbedingt. Okay, warte. Frag mal, wie viel kostet dieser Anzug? 6 Diamanten? Okay, ich hab perfekt. So, warte. Ein tue ich weg. Und hier, bitteschön, 6 Diamanten. Okay. Hey, du, oh, das ist ein Überfall. Ich bin ein Assassine. Komm her. Ich muss pupsen. Bäh, Daniel hat seine Pupsattacke benutzt. Oh nein. Hey, hey Daniel. Warte, ich kaufe mir das auch, okay? Okay, ich gehe schon mal raus. Ja, bitteschön. So, warte. Das ziehe ich mal kurz aus. Das soll ja nicht dreckig werden. Bist du fertig? So, ja, ich bin fertig. Ich habe so ein Assassinenkostüm. Hey, zieh den aus, sonst erschrecken sich die Leute noch. Ja, stimmt, das stimmt. Ja, ich habe auch gezogen. Warte, ich kaufe mir noch Süßigkeiten. Ich habe auch perfekt einen Diamant. Warte, was kann ich mir damit kaufen? Ich glaube aber, die Süßigkeitenladenfrau ist nicht da. Warte kurz. Ja, schönen guten Tag. Ich bin die Süßigkeitenladenfrau. Einen Diamanten habe ich. Ich ja? Ich leck einmal vom Brunnen, ja?
Ja, okay, aber nur einmal. Ich pass gut auf. Ah, lecker. Hey, meine Glatze ist voller Schokolade. Hey, oh Mann, oh, passen Sie mal auf. Ja, das passt schon. Ich dusche auch immer an Schokolade. Das ist normal. Okay, tschüssi. Tschüss. Wo ist Sentex? Oh, hallo Daniel. Hallo. Was hast du dir gekauft? Schokolade. Oh, Schokolade. Ja, ist gut geschmeckt. Auf jeden Fall. So, sehr warte gut. Mal. Was wollen wir noch machen? Ich weiß nicht, Daniel. Ich kann dir später noch das Kostüm zeigen, aber ehrlich gesagt, ich muss jetzt wegen der Schokolade noch auf Toilette, okay? Hey, schon wieder auf Toilette? Du musst so oft aufs Klo, Daniel. Ja, ich habe ein bisschen Magenprobleme. Du weißt ja. Ja, okay, ich warte dann hier beim Eisladen, okay? Und ich kaufe mir dann ein Eis noch. So, jetzt werde ich ein bisschen vorholen. Und zwar habe ich ja gesagt, ich zeige dir mein Kostüm und vielleicht wissen ein paar, es gibt so ein Sentex-Klon, also so einen bösen Sentex. Und einen Moment, ich verwandle mich mal kurz mal. Hep. So, perfekt. So, jetzt sehe ich wirklich aus wie Sentex, also wie der böse Sentex. Weil der böse Sentex hat so braune Augen. Okay, perfekt. Da hat sich der Klamottenbesitzer wieder viel Mühe gegeben, weil der hat das selber gemacht, das Kostüm. Warte, wo ist der? Hallo Isabella, ich bin's. Oh, da vorne sitzt er, warte. Ich muss ihn ein bisschen von hinten erschrecken. Oh. Boah, miam, 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 miam. Das Ei schmeckt so, so gut. Und? Miam, miam. Oh, hey, da, warte mal. Hey, wer bist du denn? Du bist der böse Sentex. Du bist der böse Klon von mir. Geh, geh weg von mir. Oh nein, oh nein, oh nein. Daniel, Daniel. Hey, oh nein. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Daniel, mach die Tür auf. Hey, hey, hey. Oh nein, 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 nein. Hey, oh Mann, oh. Wo ist denn jetzt Daniel? Geh weg, du Böser. Geh weg von mir. Okay, warte, Freunde. Ich habe noch was vergessen. Nämlich hat der böse Sentex immer so ein Holzschwert. Ich habe das natürlich auch noch bekommen. So, das würde ja perfekt passen. Warte, ich werfe mal ein Ei gegen seine Tür. Und zack. Warte mal. Hey, was war das? Du böser Sentex. Geh weg von mir. Ich bin Polizist Senti und ich werde dich jetzt verhaften. Hey. Komm her. Komm her! Oh nein, oh nein, oh nein! Hey, ich werde dich verhaften! Geh weg von mir! Oh nein, oh nein, oh nein! Ihr verfolgt mich! Geh weg, du Böser! Ha, dies doch nochmal! Hey, seit wann kannst du reden? Deine Stimme erinnert mich an irgendwie. Naja, komm her! Du Böser, oh nein! Ihr habt ein Holzschwert! Geh weg von mir! Ich werde dich verhaften! Guck mal, ich habe sogar Handschellen! Also, ich würde mich nicht so viel trauen! Und los! Und komm her! Zack, zack, zack! Und jetzt mit der Pistole drauf. Geh weg von mir. Nein. Hilfe. Nein, nein, nein. Ich bin auch alleine. Geh weg von mir. Jetzt aufs Fußballfeld schnell flüchten. Bleib stehen. Ich werde dich verhaften. Bleib stehen. Lass das Schwert fallen. Hey, lass das Schwert zu. Fallen. Und? Hey, hey. Lass das Schwert fallen, habe ich dir gesagt. Geh weg von mir. Nein, 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 nein. Geh weg. Das ist die letzte Verwarnung. Lass das Schwert auf den Boden fallen. So, jetzt schubse ich da rein und... Lass mich in Ruhe. Hey, geh weg. Ich bin Polizist Sandy. Du kannst mir... Edgy nein, Bad. Nichts so, antun. Wartet. Ich werde dich kriegen. Den Ball. Und... Auchi. Und so, jetzt schieße ich immer ab und... Wag dich gar nicht. Du traust dich gar nicht. Oh, hey, nicht du bist getroffen, so schlecht, du aber... böser Sentex. Geh weg von... Hey, du hast mich fast getroffen. Geh weg. Ich werde dich jetzt festnehmen. Hey, aufpassen. Bleib warte. Stehen. Das hey, ist die letzte Verwarnung. Nein, kein Spielstopp. Nein, du bist jetzt verhaftet. Genau, ja, das machst du sehr gut. Und du bist jetzt verhaftet, du böser Sentex. Warte mal. Endlich haben wir dich. Und? Hep. So. Ja? Ich bin. Genau, du kommst jetzt mit mir aufs Revier, Daniel. Ich bin's. Hallo. Daniel? Warte mal. Moment mal. Hä? Hier stand doch gerade der böse allen Sentex. Leute, hab ich dich gerade gezwollt. Was? Du hast mich veräppelt, oder wie? Guck mal, die lachen mich aus, alle. Hey, hört auf mich auszulachen, sonst verhafte ich euch auch alle, ja? Ihr habt hey, stopp. Das war doch nur ein Prank. Was? Du hast dich einfach getrollt als der böse, böse Sentex. Oh ja. Ja, und damit würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da, abonnieren und Glocke aktivieren. Nicht vergessen, schaut bei Sentex vorbei, würde mich super doll freuen. Und ja, folgt mir auf Instagram, schaut die letzten 4 Videos an und tschüss.
Tschüssi. Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch, du hast alles und nichts, nix. Die Crew, die du hast, wird für immer bei dir sein. Brandline macht dich bereit. Und jeden Tag aufs Neue ziehen wir weiter. Jeden Tag aufs Neue kommen die Pirates.